Hey Leute, ich bin Tsuhi und willkommen zu Part 9 von Dishonored. Ich begrüße euch herzlichst mit Lieben und so zum neuen Part. So, okay, dann gucken wir, was ist das hier? Okay, naja, egal. Wir wollten eh nicht dahin. Ja. Wir wollen jetzt nämlich, ich muss jetzt mal gucken, was überhaupt ansteht. Eliminiere die Pendleton. Ja, wir machen jetzt die Pendletons. Captain Share Hotels oder die Golden Cat. Wir machen das über diesen Share. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Walöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. Ja, da sind ein paar Wachen. Ja, ich suche eigentlich jetzt nur noch einen Weg nach unten. Da würde ich mich ein bisschen verletzen. Da sind Zombies. Oh. Alter! Und die fängt auch jetzt an. Also ich möchte euch... Ich möchte euch nichts tun. Lasst mich in Ruhe. Oh Gott, sie haben mich angespuckt. Lasst mich in Ruhe. Ich tue euch nichts. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit. Nein, bitte. Für mein Baby. Bitte. Wir brauchen es. Wenn die Stadtwache krank wird, wie sollen wir sie dann beschützen? Also, die wollen die Frau irgendwie belästigen oder belästigen sie schon. Warte, das ändern wir. Beschützen? Ah, shit. Schnapp sie dir. Ich hol das Elixier. Damit er nicht krank wird. So. Oh nein. Danke, Sir. Vielen Dank. Kein Problem. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Ist in Ordnung. Moment. Nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet, vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Schon danke. So, naja, wir waren jetzt mal super nett und haben sie gerettet. Er schläft nur, während sein Kollege tot ist. Wir tun sie nur in den Mülleimer, damit die Ratten ihnen nichts tun. Wir wollen ja, dass sie schön schlafen. Dafür haben wir jetzt irgendwie ein neues optionales Ziel, Missionshinweis. Ja, in dem sich angriffliche Wertgegenstände. Die Dienerin des Kunsthändlers. Ja, jetzt die Frage, wo dieser Kunsthändler nochmal ist. Egal, wir haben eine gute Tat gemacht, das reicht uns. Nee. So. Oh. Achtung, Bürger von Dunwall. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walölausgabestange. Die Einhaltung wird strengstens durchgesetzt. So, wir gehen mal hier wieder rein, das kennen wir ja schon. Echt? Ich kann keine Elixiere mehr zu mich nehmen? Oh, nur 10. Da ist es geschlossen. Da ist unser Hotel, wo wir rein wollen. Wow, 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 wow.
um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Ah, ich schließe vor mir selber die Tür zu. So, ich hoffe, hier ist es ruhig. Rune oder Knochenartefakt in der Nähe, okay. Ein Knochenartefakt. Da ist auch noch was. Ah. Wurfhand. Mal gucken, was das bedeutet. Wurfhand. Du kannst Gegenstände etwas weiter werfen. Nö. Pistole ist immer gut. Kugeln, joa. Ich muss mal gucken, wie viel Kräfte ich überhaupt aktivieren. Ne, wie viel Knochenartefakte ich nun aktivieren kann. Immer noch viel. Naja. Hey, Ratten. Oh, unnötig, sie greifen mich wieder an. Ey! Ja, geh hoch. Die Ratten verfolgen uns schon wieder. Oh, no, hallo. Ja, das wird unsere nächste Mission ins Golden Cat. Aber erstmal verfolgen uns wieder diese Battle Ratten. Battle Rats. Manchmal kannst du die Bolzen deiner Armbrust von Leichen bergen. So. Oh mein Gott, eieiei, hier ist ja ganz schön was los. Und spiel auf deine Art, die Umgebung durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedliche Herangehen weisen und deine Missionen ermöglichen. Okay, halte auch schon auf Vorspringen, Rattenhunde, Wasserpassagen und Verstecken. Okay, alles. Ich glaube, man kann auch hier hoch. Ah, hallo. Dann auf das Dach? Ah, nee, doch nicht. Schade. Naja, auf jeden Fall sehen wir Runen. Runen. Hier, 57 Meter, die interessiert uns. Naja, jetzt sind wir erstmal auf dem Dach. Und gucken uns um. Ah ja, stimmt, ich kann ja jetzt zoomen. Ja, gucken wir uns das mal an hier. Da ist der Wache da unten. Da oben auch. Da ist die Golden Cat. Gucken wir erstmal mit dem Herz, wo eine Rune in der Nähe ist. Da in dem Haus. Hier unten sind ganz schön viele Leute. Okay, wir gehen das echt jetzt so mit ein bisschen Köpfchen an. Da sind echt viele Leute, wenn wir das genau angucken. Hier ungehobelt. Irgendwas muss man ja leben. Okay. Mich interessiert dieses Haus da, weil da eine Rune ist. Ist die Frage, wie wir da rüberkommen. Es ist zu weit, da komme ich locker nicht rüber. Oder vielleicht doch, wenn ich mit Anlauf springe. Wollen wir das ausprobieren? No, ne? Aber warte, wir speichern erstmal zur Not hier. Ach, was ist für Pussys, wenn man hier speichert. Oh! Alter, hat tatsächlich geklappt. Gut. Wir sind erstmal auf dem Dach, das ist gut. So ein Knochenartefakt ist hier in der Nähe. Jetzt müssen wir erstmal eine Etage runter. Nicht dahin. Da ist nur ein Gegner. Okay, wo ist die Rune? Ein Stockwerk höher. Ach, naja, egal. So, da ist sie. Gut. Wir haben eine Rune gefunden. Wie viel haben wir insgesamt? 3. Wir könnten so langsam noch was machen. Nachtsicht, nee. Vitalität, Blutdurst, Beweglichkeit, Schattenangriff. Oder wollen wir irgendwas schon verstärken?
Das Teleportieren. Naja, ich bin noch zufrieden momentan mit dem, was ich habe. Send us food, not bullets. Ja, die Ironie. Ist das eine Tür hier, die ich benutzen kann? Nein. Okay. Damit hätten wir schon mal eine Rune. Was macht er da? Ich muss nachdenken. Oder wollen wir irgendwas schon hier teleportieren besser machen? Zeit verlangsamen? Tödlicher Schwarm, das möchte ich eigentlich nicht. Zeit verlangsamen oder Beherrschung, dass wir auch... Aha. Übernahme anderer Menschen. Ich mach teleportieren stärker. Das ist das Beste. Level 2 gehauen, so. Lol. Hierauf kann ich auch. Wir bringen erstmal nicht jemanden um. Scheiße, wie komme ich da hoch wieder? An meinen alten Platz. Ich will ja nicht die umbringen hier. Da. Alles klar. Okay. Ich würde es gern von oben aus machen. Lol, was war das? Leute, wie wollen wir das am besten angehen, ey? Da war doch eine Wache, glaube ich. Knune, sag ich. Artefakt in der Nähe. 39 Meter, 27 Meter, 25 Meter. Tatsächlich, die sind ganz schön nah gerade. Ich glaube, ich werde ihn ganz einfach erledigen. Nicht umbringen, sondern ganz einfach erledigen. Also in den Schlaf wiegen. Oh. Ah, du hast mich nicht gesehen, Mann. Hey, was geht da drüben vor sich? Nichts. Und nur Wind oder sowas. Na, siehst du mich? Ah, hey, wieso kann ich nicht? Doch. Oh, ich hab schon gedacht, ey. Ich werde ihn nicht umbringen. Das Elfenbeinzimmer? Nein, zu teuer. Ach, wehtun, ich kann's auch hier hin. Wir müssen zurück nach oben. Ups. Hier ist tatsächlich eine Luke. Gucken wir, wo es Herzen. Herzen gibt's eigentlich schon. Da ist ein Artefakt. Die sind alle drin im Haus, ne? Ja, das sehe ich richtig. Teleportieren brauche ich hier drin eigentlich gar nicht. Ich mach mal Zeit anhalten. Ja. Okay, los geht's. Morgen ist im Erdgeschoss, richtig? Ich muss die Männer auf ihre Posten schicken. Das Elfenbeinzimmer. Okay. Alles, was ich Ihnen sagen kann, dass es komplett schallisoliert ist. Den Rest können Sie sich denken. Castis, mit weniger Schwierigkeiten. Manchmal wartet er nur im Rauchsalon und redet mit einem Mädchen. Lustig, wofür manche Leute Geld bezahlen. Okay. Wir sind schon mal drinne und gucken jetzt mal nach Artefakten. Da ist eins in diesem Zimmer. Eins oben. Das interessiert mich. Okay, ganz ruhig. Oh. Mach nichts. Okay.
Ja, ich tue dich auch aufs Bett. Vermisste Frauen und Golden Cat? Naja, interessiert mich nicht. Oh, wo ist die Rune? Ich höre das auch. Ah, da. Ha. Oh, Essen. Essen! Dose. Noch ein Knochenartefakt. 25 Meter, ein Stockwerk unter uns. Da hinten noch. Naja. Was ist das hier? Emily? Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Lol. Ich hab sie schon gefunden. So schnell? Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis. Tot, die Mutter. Das gefällt mir nicht. Es scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Moment, Emily, aber wir können das jetzt nicht machen. In die Richtung. Nein, nein, nein. 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 Ich muss noch was essen. Hä, aber nein. Emily, nein. Ich wollte jedoch umlegen. Emily, warte. Kannst du nicht im Zimmer bleiben? Lol, wo bist du denn? Hau nicht ab. Emily? Hey, Emily, bist du? Da. Lol. Nutten. Naja, egal. Diesmal nicht. Ist das... Warte, gucken wir mal bei den Zielen. Na, der VIP-Tür. Emily, wir lassen dich da, okay? Ich muss meinen Job erledigen. Obwohl, eigentlich ist mein Job, dich zu finden. Sie ist verschlossen. Ah. Prudence, die alte Schabracke. Sie hat mich auf der Flucht geschnappt. Sie hat den Schlüssel immer bei sich. Finde den Schlüssel, dann gehen wir. Ja. Okay, das ist gut. Versteck dich in die... Ich verstecke mich hier so lange. Süß. Okay, puh, ich habe schon gedacht, ich könnte hier niemanden umlegen, ey, Alter. So, das heißt, wir haben den Generalschlüssel müssen wir finden. Egal, machen wir das mit dem Generalschlüssel erst später. Wir machen jetzt die Pendletons. Okay, das wird unser Ziel jetzt. Ja. Und wir benutzen auch Mana erstmal, so, dann geht's auch uns wieder besser. So, die Nutten lassen wir mal. Das Elfenbeinzimmer ist auf dieser Höhe. Ich glaube schon. Trotzdem möchte ich nicht hier hoch. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Was ist das für ein Zimmer? Ups. Okay. Aber wir haben den Generalschlüssel schon gefunden. Es geht gerade etwas schnell. So, hier Lord Morgan im Elfenbeinzimmer und der andere im Rauchsalon. Missionshinweis zugefügt. Ja, das weiß ich ja. Hast du noch irgendwas? So, den Schlüssel haben wir jetzt schon, das ist super. So. Okay, dann gehen wir rein jetzt. Oh, fuck! Vermutlich nicht billig. Lol. Pisst er da drauf? Wir tun ihn mit zu seinem Kollegen. Ach, in dein Gesicht. Egal, das
Hat eben gerade echt da drauf gepisst. Das Elfen... Ich hab mit dem netten Mädchen ich hab dir von ihr erzählt. Du weißt schon, dass du in der Golden Cat bist, oder? Ja, aber bei ihr ist das anders. Sie mag mich wirklich. Ha, du Idiot. Sie mag dein Geld, nicht dich. Bist ja bloß eifersüchtig. Einsmal. Fuck. Wir müssen Zeit anwenden. Das war knapp. Ups. Lol, die sind bewusstlos auch. Ah, gib her. Okay. Wenn ich sie ins Wasser schmeiße, dann sterben sie, ne? Ich glaube schon. Wir sollten erstmal ihn hier nehmen. Und ihn tun wir dann auch hier hin. In die Ecke. Tür würde ich am liebsten schließen wollen, aber das geht nicht. Oh, warte, das gefällt mir nicht. Vielleicht werden sie dann entdeckt und dann geht's wieder hier richtig ab. Ich schmeiß sie mal gerade auch dahin. So. Hoffentlich pennen die lange. Also wirklich lange. Okay. So, eine Rune ist hier in der Nähe. Schon gesehen. Okay. Kommen wir weiter mal mit dem Herz, wo es... Da hinten ist noch eine Rune. Sonst ist hier nichts. Okay, wir kümmern uns jetzt um unsere Typen hier. Scheiße, wir haben ja gar keine Armbrustbolzen mehr. Noch eine Kugel. Was ist da? Ich weiß es nicht. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche. Ich bringe eine Flasche. Er sagt, bringen Sie Essen. Ich bringe Essen. Er sagt, händelt Sie für sich auch. Okay, schnell. Ich weiß nicht. So eine Art Maske, sagte er. Konnte er nicht so gut erkennen. Hat er gesagt, was er wollte? Er hat wohl kein einziges Wort gesagt. Aber er huschte herum wie der leibhaftige Outsider. Vielleicht hat ihn die Seuche. Okay. Er kämpfte nicht wie ein Infizierter. Er hatte Disziplin. Glaub mir, nimm ihm die Maske ab und du siehst einen Weiler. Weißt du, was ich glaube? Er ist einer von Dauds Männern. Die kämpfen auch so, wie ein Schatten. Wohl zu viele Schauermärchen gelesen. Glaubst du, ich habe Angst? Zitterst wie ein kleines Mädchen. Geh und spring von der Colvin-Brücke. Okay, da. Okay, wir sind jetzt etwas... Ich muss mich orientieren, aber ich weiß nicht, wohin ich soll. Soll da. Egal, dich schmeißen wir runter. So, wir haben jetzt keine Betäubungsdinger mehr. Das beunruhigt mich. Brandbolzen, das wäre ein bisschen laut. Egal. Egal, machen wir die Fähigkeit verlangsamen nach oben und teleportieren nach unten. Lol, wo ist der, den wir hier angeschossen haben? Ich weiß es nicht. Lol. Okay, Moment. Ah, nein. Okay. Das ist alles ein bisschen brenzlig noch. Wer hustet denn hier die ganze Zeit? Wo bist du?
Mann, ey, da hustet echt einer die ganze Zeit. Das Knochenartefakt ist weit weg, okay. Das heißt also, jetzt ist unser Ziel gleich hier. Und bis ich das tue, bis ich durch diese Tür gehe, müsst ihr warten bis zum nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer. Wer soll ich heute Abend sein? Fürs Zusehen. Und ja, Leute, ich bin Zichi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao!